Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Ja, im letzten Part haben wir ja endlich mal nach 13 Stunden meine Spielzeit. Habe ich mal nach 13 Stunden endlich mal die letzte Kampagne abgeschlossen. Ja, und jetzt geht's denn endlich mal los. Ja, ich kann euch ja mal kurz noch die Szenarios zeigen. Oder auch nicht, gibt, weil es keine gibt. Jedenfalls fangen wir mal an. Denk mal so, das werde ich alles erstmal so lassen. Und ich schalte in den allerersten Durchlauf, schalte ich erstmal den Peacefully-Modus ein. So hieß er jedenfalls mal früher. Ne, heute heißt er friedlicher Modus. So. Das sieht doch alles gut aus. So, ja, dann generieren wir mal. Ja, wie gesagt, den ersten Durchlauf möchte ich gerne noch ohne Mods machen. Und wenn wir das denn durch haben, dann fange ich halt alle fange ich den halt an mit den ganzen Mods. Ditec Mods. Ja, und die ganzen gängigen Mods eigentlich, die man so gebrauchen kann. Ne? Joa. Dies ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete zu starten und den Weltraum zu erkunden. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologie erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an. Arbeite dich durch die Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor Einheimischen zu schützen. Okay. Das ist aber anders. Sonst war nämlich immer das Ziel die planetare Verteidigung. Sollte man aufbauen. Na, jetzt könnt ihr auch sehen, jetzt gibt es hier schon sehr viel mehr zu erforschen. Mit Ditec kommt noch mehr hinzu. Tatsache. Raketensilo. Na, jedenfalls. Und sonst war immer das Ziel, man sollte planetare Verteidigung bauen. Na. Ja, hier könnt ihr jetzt auch schon sehen, hier Konstruktionsroboter, da will ich auch gucken, dass ich da so schnell wie möglich hinkomme. Oder auch nicht, weil ich sehe gerade, das braucht Alien. Nee. Hier, ja, dass ich da so schnell wie möglich hinkomme, weil die erleichtern mir dann schon einiges. Ja. Oder, wo sind sie denn? Transportmenge. Ne, das ist die Roboter-Transportmenge. Ne, eigentlich wollte ich als allererstes die Logistikroboter. Die will ich dann auch so schnell wie möglich erforschen. Jo, aber jetzt suchen wir uns mal einen schönen Platz aus. Da haben wir schon mal eine ganze Menge Kupfer, Kohle. Und Stein. Nicht so schön, ne? Wir brauchen ein schönes Eisenfeld für den Anfang. Bei den freien Karten ist das meistens so, da sind ganz am Anfang halt noch keine Alien-Basen auf der Karte. Oder meistens jedenfalls. Und ja, jedenfalls nur vereinzelt. So war das halt immer. Und wenn man dann halt seine Basis gebaut hat, spawnt in der näheren Umgebung der Basis meistens dann halt diese Alien-Basen. Oh Mann, ich sehe das schon, ey. Ah, da haben wir was. Da haben wir doch was Schönes.
Da haben wir Kupfer, Stein, Kohle. Aber kein Kupfer, Eisen meine ich natürlich. Aber da unten haben wir eine Alien-Basis. Da fehlt mir aber wieder das Kupfer. Das ist viel zu weit weg. Oben haben wir noch mehr Stein. Nee, also wir sollten schon wirklich eigentlich so die Startressourcen Eisen und Kupfer in der Nähe haben. Ne? Weil sonst wird das einfach zu einem schwerer Start, wenn man noch stundenlang rumlaufen muss. Da ist noch eine Alien-Basis. Da scheint eine größere Alien-Basis zu sein, ja. Jetzt wird es dunkel. Na super. Nicht so schön. Gar nicht schön. Naja. Ja, die ganzen Karten sind auch random generiert. Sie werden nach jedem Neustart immer wieder neu generiert. Ja. Da hinten haben wir noch eine ganze Menge Kupfer. Ja. Müsste ich da höchstens mal gucken. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sieht nämlich so aus, als wäre hier noch ein Gegner. Ja. Alles nicht so schön, Ja, meistens hat man auch denn das Pech, dass die Ressourcen so dermaßen weit auseinander liegen. Direkt neben einer Alien-Basis. Das ist natürlich auch nicht schön. Jo, da haben wir denn noch ein bisschen Eisen wieder. Da haben wir noch eine ganze Menge mehr Eisen, aber wieder mal eine Alien-Basis in der Nähe. Gehen wir noch mal kurz ein bisschen nach Norden gucken. Ach, da oben ein ganz großes Eisenfeld. Natürlich auch eine ziemlich große Alien-Basis in der Nähe. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, ich möchte nicht gleich hier in der Nachbarschaft von Aliens wohnen. Alter. Ja, ich gucke mich halt noch mal kurz ein bisschen weiter um. Ob wir jetzt hier überhaupt was Vernünftiges finden. Ansonsten muss ich noch mal ein bisschen besser generieren oder noch mal neu generieren. Ja, von wegen. Die Hirnbasen spawnen nicht. Da auch eine. Ja, normalerweise dürften die mich jetzt nicht angreifen, solange ich nicht angreife. Na, das ist halt dieser friedliche Modus.
Alter. Ganz schön große Ilienbrasen hier in der Nähe, ey. Eieiei. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Keinen vernünftigen Startplatz hier, ey. Nee, es ist kein vernünftiger Startplatz. Hier könnte ich mich vielleicht so ein bisschen. Ja, aber das ist mitten in. Da bin ich ja denn umzingelt von Aliens und das ist auch nicht so schön. Oh Mann. Hier nochmal ein ziemlich großes Eisen- und Kupferfeld. Das gibt's doch nicht. Nee, also hier hinten will ich nicht bleiben. Das ist gar nicht gut. Ja, sorry, weiter rauszoomen kann ich auch nicht. Das ist schon das Maximum. Ja, aber hier hinten sind mir viel zu viele Aliens, ey. Da sind mir ein bisschen zu viele. Ja, die meckern zwar so ein bisschen, aber noch greifen sie halt mich nicht an, solange ich die nicht angreife. Alter, das Feld, das würde ich ja gerne haben, aber nee, da sind mir ein bisschen zu viele. Und schon den zweiten Tag vertrödelt. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Ja. Versuchen wir es doch mal hier. So, was haben wir denn hier? Hier oben haben wir Kupfer. Da haben wir ein bisschen Eisen. Und da haben wir ein bisschen Kohle. Ja, haben wir doch alles in der Nähe. Ja, denke ich mal, wenn wir die Karte nehmen. Juti. Ja, was man halt am Anfang erstmal machen kann hier, wenn man sich so ein bisschen es erleichtert, die Kohle spart und so weiter. Naja, mal gut, man muss natürlich auch ein bisschen den Bauplatz freiräumen. So, als erstes brauchen wir Kohle. Müsste man das ganze Gebiet hier freiräumen eigentlich? Ja, mit dem Mod, da gibt es dann halt auch Tree Farm Mod. Da kann man sich dann halt selber
Bäume anpflanzen und die dann halt als Brennmaterial benutzen. Ich meine, da konnte man sogar, glaube ich, Holzkohle draus machen. Das war vom Brennwert denn nochmal besser als normales Holz. So, holzen wir mal hier so ein bisschen ab. Ja. Haben wir uns schon mal wenigstens ein kleines Gebiet hier schon mal freigeräumt. Da baue ich auch den ersten Förderer hin. Ich wollte schon sagen, habe ich jetzt alles verbraten. So. Jetzt müssten wir natürlich noch einen zweiten Förderer bauen. Dazu brauchen wir aber wiederum Eisen, was wir nicht haben. Stellen wir das mal hier in der Nähe auf. So. Müssen wir das erstmal noch von Hand abbauen. Ja, jetzt geht es natürlich von ganz klein wieder los. Ne? Ja, ich werde natürlich auch gleich so zusehen, dass ich die Fabrik dann auch halt wirklich so aufbaue, dass es wirklich auch effizient ist und alles. So, dann kann das erste Eisen schon mal einschmelzen. Ach ja. Ja, natürlich müssen wir jetzt als erstes so schnell wie möglich zusehen, dass wir erstmal die Dampfmaschinen in Gang kriegen und alles. Damit wir halt auch zu den elektrischen Erzförderern hinkommen. Ja, aber ich denke mal, im Endeffekt werde ich gar nicht so viel auf Dampfmaschinen bauen. Jo. Und schon haben wir unser erstes Eisen. Aber jetzt brauchen wir noch Stein. Das hatte ich doch, meine ich doch, hatte ich doch eigentlich auch hier in der Nähe gehabt. So. Dann haben wir den schon mal in Gang. Bauen. Das. 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 Ja. Kann ich ja kurz nochmal hier die Klamotten wieder einblenden lassen. Ja, das heißt, es wieder genügend Material am besten noch zusammenkriegen für so ein Kupferplattengedöns. Ja, sorry Leute, dass ich über die Hälfte der Folge nur rumgerannt bin. Aber so ein Pech kann man nun mal haben, dass die Ressourcen sehr weit am auseinander liegen, ganz am Anfang. Ja. Und das ist wirklich keine Freude, also, ne? Weil da muss man ziemlich
weite Strecken in Kauf nehmen. Und das für den Start. Jo. Dann kann man den auch schon mal gleich in Betrieb nehmen. Also so ist es wirklich sehr viel besser. Ja, aber Leute, ihr seht es, die ersten Klamotten stehen wenigstens schon mal. Kann ich denn schon den Dampfkessel bauen? Ja. Ja, Leute, würde ich sagen, das soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Ja. Die Einzelspielerkampagne hat ja jetzt, Einzelspieler hat er jetzt endlich mal angefangen, denn seht ihr ja. Ja, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.